Okay. So, wir machen hier blau, dann komme ich mal da durch. Da kann ich nicht durch. Grün. Und Pink schaffe ich auf keinen Fall. Das heißt, ich muss wirklich dadurch. Also, ich muss hier wirklich sagen. Orange. Das ist in Ordnung. Darfst du gerne alles machen? Was haben wir hier? Wunderbar. Wir gehen zurück auf Gelb. Ziehen dich bis hier und sagen dann hier Pink. Dann schiebe ich dich zurück. Aua. Das war nicht gut. Okay. Also, wir müssen hier anfangen. Du bist orange. Ich kann hier hüpfen. Du bist wieder grün. Orange passt schon. Ich ziehe dich zurück. Bis hier. Ne, ich ziehe dich ganz zurück. Ach, pfeif doch drauf. So, wir können sagen orange. Stelle ich mich dahin und sage lila. Hier geht's hoch, grün. Grün. Lila, hoch, grün. Bam. Okay. So. Ja. War kein Laser. Okay. Aber ich muss ja. Dahin. Das ist orange. Puh. Okay. Geht's hier wieder auf grün? Nehme ich dich hierher, sag wieder lila. Pink. Ich schieb dich zurück, ich kann wieder hier hoch. Ich sag blau. Ich sag türkis. Ich schieb dich. Zack. Okay, also blau ist wieder hier. Da darf ich nicht reinhüpfen. Sein, ich sage grün. Ich kann grün nehmen und da reinhüpfen. Ah ja, ich muss dann von der anderen Seite kommen. Klar. Ich muss von der anderen Seite kommen. Die Frage, die sich mir jetzt nur stellt, ist, wie komme ich da überhaupt runter? Ich meine, ich kann ja den Ding nicht auslösen. Guck mal, den kann ich ja nicht auslösen und da brauche ich ja. Den kann ich nicht auslösen.
Okay. Also kann ich den nehmen. Kann ich hier sagen Orange. Kann ich hier sagen Tschüss. Kann ich hier sagen Grün. Kann ich hier sagen Orange. Grown so much. Your mother, I tried to warn her. I thought that exiling her from the university would protect her, would protect you. She did not understand that some people choose not to see. I never stole the ring from her, Hugh. I tried to destroy it. Before it destroyed her. I now know she had it under control. She knew what she was doing. My intervention shattered the ring, altering your mother's very fabric. My only reprieve is that you were able to follow in her footsteps, to experience her work firsthand. We do not see things as they are, Hugh. Instead, we see them as we are. Your mother, she has been waiting for you. I expect she will be thrilled to see how far you've come. Sag ich doch, dass es da keinen gab, der böse war. Der eine war nur ein bisschen, naja, vielleicht auf seine Sicht beschränkt. Und die andere wollte unbedingt mehr sehen. Und sie wollten uns eigentlich beide schützen. Das war ein hübsches kleines Spiel, muss ich sagen. Haben wir den Ring noch? Nein. Fangen wir jetzt wieder von vorne an? Offenbar. P.S. You cannot always control what happens to you. But you can choose how you see it. Now you can see true color. You must decide if it is for better or worse. I hope after all this, it is for the better. Oh, die beiden waren ein Paar.
with flying colors. Das war ein schönes Spiel. Also ich muss echt sagen, es hat mir echt super gefallen. Die Atmosphäre war total toll. Dieses Schwarz-Weiß kombiniert mit den Farben, das war echt eine tolle, tolle, tolle Atmosphäre. Was mir auch gut gefallen hat, war die Musik, die einfach die Stimmung sehr gut untermalt hat. Und die Geschichte war eigentlich schön. Weil es ging halt in dieser Geschichte wirklich toll um diese unterschiedlichen Perspektiven und da um diesen schönen Aspekt, wie man Dinge halt einfach unterschiedlich sehen kann und wie man Dinge auch unterschiedlich verstehen kann und das alles immer nur von der persönlichen Sichtweise abhängt. Immer nur davon, mit welcher Farbe man quasi gerade geprägt ist, also welchen Hintergrund man einfach mitbringt. Auf fünf Dinge, auf eine Sache können Leute mit fünf Hintergründen, fünf unterschiedliche, noch mehr wahrscheinlich, fünf unterschiedliche Ansichten einfach haben. Und also dieses Spiel fand ich echt ein tolles, tolles Sinnbild. Genau dafür, dass einen einfach die Perspektive prägt. Und es keine wahre Wahrheit gibt, sondern nur unterschiedliche Sichtweisen. War eine schöne Geschichte. War echt eine schöne Geschichte. Hat Laune gemacht. Hat echt Laune gemacht. Was mich ein bisschen ärgert ist, dass ich halt wie gesagt nicht alle Fläschchen eingesammelt habe. Ich hoffe, wir können zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu all diesen Karten 2005 bis 2016. Okay. Ich hoffe, wir können with compliments achievement unlocked. Ich hoffe, wir können wirklich zu den unterschiedlichen Karten zurückkehren und dann vielleicht die Fläschchen nochmal einsammeln. Die Laborfläschchen. Weil es gäbe ja auch wieder Achievement, aber vielleicht fangen wir dann auch einfach wirklich nur nochmal von ganz, ganz, ganz vorne an. Offenbar nicht. Wir waren bei Purple. Guten Morgen, Hugh. Ist es nicht großartig, zu Hause zu sein? Alles ist wieder genauso, wie es sein sollte. Als wir zurückkamen oder ankamen, war jeder so froh, uns zu sehen. Ich schätze mal, dass ich unsere Freunde einfach so als selbstverständlich hingenommen habe. Und viel zu sehr in meine Forschung vertieft war. Gut, wir gehen ein bisschen raus und können jetzt wieder mit unterschiedlichen Farben wahrscheinlich einfach spielen. So, insbesondere sollten wir jetzt in der Karte umherspringen können und zum Beispiel sagen, hey, ich will gucken. Ja. Wo hier noch so Fläschchen sind. Die müssen hier ja irgendwo rumhängen. Irgendwo müssen die ja sein. So, deswegen gehen wir mal auf grün. Wie gesagt, ich möchte euch da eigentlich gar nicht mit groß, wie sagt man das, belästigen. Wir haben das Spiel jetzt auf jeden Fall durch. Wie gesagt, ich fand das ein sehr hübsches Spiel. Ich für mich persönlich werde wahrscheinlich noch versuchen, dieses Achievement voll zu machen, also quasi, dass ich alle Fläschchen habe. Ansonsten bedanke ich mich aber bei euch für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wieder in einem hübschen Spiel wiederfinden. Ich glaube, ich weiß schon, was ich jetzt wieder als nächstes spielen muss. Weil ich es einfach auch irgendwann mal fertig bekommen will.
Und wir schauen dann, wann wir mal wieder etwas anderes spielen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit und würde mich sehr freuen, wenn ich euch in einem neuen Projekt dann wiedersehe. Cheerio mit O. Also, ciao.